Die kann ich den Stecker gezogen haben, das ist immer ja. I'll take the top drawers and you take the bottom. Ja, ist ja gut. Zwischen Chaos und den Traum. Bitte komm her und mach, dass ich mich sicher fühle. Bitte hör auf, es tut weh. Genieße den Moment des ersten Kusses. Es könnte das letzte Mal sein, dass dein Herz dir gehört. Sie war da. Vor einer Sekunde. Wo ist sie jetzt? Wieso haben sie mich verlassen? Tu es nicht. Ich verstehe nicht. Nicht, nicht, nicht. Ich kann dich nicht sehen. Ich muss weg, weg von diesem Ort. Wieso tust du mir das an? Die Nacht kommt. Das Gefühl? Perfect. Isn't this perfect, John? Your stories are always so perfect. Ja. I can't wait to see what you will write next. Perfekte Welt, die zusammengebrochen ist. Aber was? Was ist passiert? Hier sind wir hier wieder im Hotel. Aber das wieder? White Interior back to Grace. Weise in eine Richtung wieder. Geil. weiße Eleganz. Die Schichten des, der Weiß, von Weiß, weiße Angst. Missing Beauty Case. In a quiet neighborhood, a loving husband was arrested on suspicion of. In einer ruhigen Nachbarschaft wurde ein vermutlich liebender Ehemann eingesperrt wegen der Vermutung, dass er seine Frau getötet hat. The beautiful young woman went missing a few weeks ago. The whole neighborhood was bending over backwards to help. Die schöne junge Dame, Frau ist vor ein paar Wochen für vermisst gemeldet worden und die Nachbarschaft hat sich
zusammengeschlossen, um der Polizei zu helfen, sie zu finden. The publication of the woman's death led to a devastating. Her husband's guilt is still not proven, even though art. Die Öffentlichkeit war erschrocken über die Nachricht, dass halt die Frau tot aufgefunden wurde. Die Schuld des Ehemanns ist immer noch nicht bewiesen worden. Auch wenn wenn irgendwelche bestimmte Umstände darauf hindeuten, dass er es war. Also, er ist noch nicht schuldig, aber die haben Indizien, dass er es gewesen sein soll. Okay. Wir haben eventuell unsere Frau getötet. Akt 4. Der Damm ist gebrochen. Die wahren Erinnerungen sprudeln über den Patienten her. Müssen darauf achten, dass sie ihn nicht wieder in die Tiefe reißen. Es ist Zeit zu akzeptieren, was nicht vergessen werden darf. Haben wir sie getötet? Ja, wahrscheinlich, ne? Wahnsinnig geworden. Oder hat sie uns da war irgendwas mit einem Motel. Und Motel, da denke ich halt immer vollkommen klischeehaft an Affäre oder keine Ahnung was. Hatten wir eine Affäre oder. Nee, wahrscheinlich nicht. Hatte sie eine Affäre? One Night Stand oder sowas? Und wir haben sie dann einfach getötet? Ready, Mr. Evans. If it's a dream, if it's a crime, loving you like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of versuchen uns das Leben zu nehmen. Oh, Schuldgefühl. Focus on the beautiful moments. Remember when we were together. Lieblingssendung als Kind. The television is only allowed between 4 PM and 5 PM. Das war tatsächlich grauenhaft. Oh. What happened here? What is the meaning of this mess? Run away, escape from here. Unsere Kindheit war echt grauenhaft. Oh Gott. You should stay out of trouble, John. Er hat doch nichts gemacht. Gar
gar nichts. Neuer Job? Außenseiter. Auch hier. Yes! Yes! Das ist ja noch nicht einmal wichtig, ob die wirklich über ihn gelacht haben oder nicht. Ich glaube, aufgrund seiner Kindheit denkst du automatisch irgendwas in dem nicht. Oder... Er ist mit dabei, das wissen wir jetzt leider nicht. Das wissen wir leider nicht. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Zu Hause. Oh mein Gott. Sinks, those bathtubs he'll do. He'll even help clean laundry too. Can he clean a kitchen sink? Quicker than a wink. Can he clean a window sash? Faster than a flash. Wow, wie cool. Can he clean a dirty mirror? He'll make it bright and clearer. Can he clean a diamond ring? Clean anything. Das war jetzt nice. Das war nice. Well, you see, marriage is a lot different than living life as an individual. In marriage, we have two great forces. Isn't that right? Ah, we have more in common than I thought. But just what exactly has all this to do with your marital life? Oh, it's just a love story. Was sieht das? Nee, ne? It's just a love story. Es ist nur ihr Liebes. Das hat sie nämlich die ganze Zeit gesagt irgendwie. Ich glaube, das war so nett.
Ich hab Fragen. Haben uns diese Liebesgeschichte nur eingebildet? Oder was ist hier los? Ich habe Fragen. War er irgendwie verzweifelt? Hat er sich das nur eingebildet, weil er die ganze Zeit irgendwie so allein ist? Es ist... Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Hat er sich die Ehe eingebildet? Kann das sein? Perfect Woman. Und die sagt, es ist perfekt. Und dann, es ist nur eine Liebesgeschichte. Das, was die Dame am Radio auch gesagt hat. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann das sein? Ist das möglich? Weil wir einsam waren? Haben wir uns auch auf der Arbeit doch einsam gefühlt? Also wir waren als Kind einsam, wir waren auf der Arbeit einsam, haben uns da irgendwie was eingeredet und am Ende versucht, uns das Leben zu nehmen? Ist das die Geschichte? Ich weiß... Oh Gott, ich muss weiterspielen. Aber das wären jetzt meine ersten Gedanken. Der hat sich das nur irgendwie zusammengereimt und sich diese perfekte Frau nur in irgendeiner Zeitschrift gesehen und das da quasi ins... Und dann ist das quasi in sich eingebrannt. Vielleicht ist keine Frau gestorben. Vielleicht ist auch das eingebildet. Weißt du, wie ich es meine? Das wäre jetzt so meine ersten Gedanken. Ich gucke aber mal weiter, ne? Aber das wären jetzt meine ersten Gedanken dazu. Wir haben unsere Einzelteile wieder zusammen. Come in, John. It all makes sense now. Do you see? Yeah. You couldn't keep up the illusion, could you, John? Every lie has its flaws. You couldn't keep her alive in your head forever. She was one of your finest stories, wasn't she, John? Do you remember? Tell me, what is her name? Jane. John, sit down. I think we've come far enough for today, John. I want you to focus on my voice. I'm going to count down from 3 to 0. When I'm done, I want you to wake up here in this room. Are you ready? 3, 2, 1, 0. Very good, John. We've made good progress today. Now, time to rest. We'll continue tomorrow. Thank you.
Gott. Wir haben uns die nur eingebildet. Also zumindest, wir haben uns diese Liebesgeschichte zwischen uns nur eingebildet. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich eine Dame gestorben ist. Ich glaube jetzt... Ich gehe mal echt davon aus, er nicht. Ich glaube tatsächlich, es war einfach... Was heißt einfach? Er hatte... Also... Seine Eltern sind offenbar gestorben. Dann ist er ins Waisenheim gekommen. Dort wurde er nur gemobbt. Seine Probleme wurden nicht gehört. Er war komplett allein. Außerhalb der Teddy, sein einziger Freund. Aber er war sonst einsam. Dann ist er in die... Hat er seine neue Arbeit angefangen. Und... Da muss man halt noch überlegen, ob absichtlich oder nicht, ne? Vielleicht hat er auch einfach Probleme, sich einzufügen. Weil er dachte, alle wären gegen ihn. Vielleicht waren es auch arschige Arbeitskollegen, das kann allerdings auch sein. Allerdings, wenn man halt so ein Trauma hat, ne? Wo man in der Kindheit so hart gemobbt wurde. Ich glaube, das hat eindeutig Auswirkungen auf die, auf das Erwachsensein und auf soziale Interaktion miteinander. Und kann ja sein, dass er einsam war und sich das dann ausgedacht hat. Also ausgedacht, also in einer Fantasiewelt war er dann gefangen. Wirklich. Ein junger Mann hat er sich versucht, das Leben zu nehmen. Vielleicht ist das ja so gewesen, dass er sich eingebildet hat, er hätte sie getötet. Und dann zu rechtfertigen, dass er sich danach hinterher das Leben nimmt, aus Schuldgefühlen. Weißt du, wie ich es meine? Weil er seine Frau getötet hat, die nicht existierte. Kann das sein? Habe ich einen richtigen Gedankengang oder ist es quasi alles schwachsinnig? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse die Credits durchlaufen. Ich fasse es nicht. Ich habe es tatsächlich in einen Rutsch gespielt. Ich wollte eigentlich schon seit 2 Stunden aufhören. Aber ich war gerade irgendwie voll drin. Und ich liebe solche... Also es war ein echt sanfter Horror. Ich liebe solche Horrorspiele, die mehr so psychologisch sind. Und ich möchte mich aber entschuldigen, falls ich dem nicht gerecht wurde mit dem, was ich gesagt habe. Es kommt einfach aus mir raus. Okay, Chris sind durch. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Ansonsten. Ich denke, es kommt gar nichts mehr. Ja. Ich fand tatsächlich auch das Game Design total schön. Warte, ich mach mal. Total schön. Alles so komplett farblos, nur man hat hier dieses Blau. Also klar kann man halt sagen, dass das Blau quasi wie so ein Wegweiser war. Aber es würde mich wirklich interessieren, ob das auch irgendwie so eine Bedeutung in der Psychologie hat. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ja, also wie gesagt, es tut mir leid, falls ich es irgendwie nicht gerecht wurde und ich Dummheiten gesagt habe. Wie gesagt, ich sag nur das, was mir gerade in den Sinn kommt. Solche Spiele werde ich mal schon nicht gerecht. Aber ich mag das sehr. Und wenn du bis hierhin geguckt hast, dann bedanke ich mich erstmal und wünsche dir ansonsten einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer du dieses Video gerade guckst. Und achte gut auf dich. Ernähre dich gut, trink viel Wasser, pass auf dich auf, bleib gesund. Tschüss.